hat die Chefin schon die Anwesenheit überprüft? Ja, kann ja auch nicht immer alles schief gehen. Mensch, Schmidt, Sie sind ja ganz außer Atem. Sind Sie gerade erst gekommen? Wie spät haben wir denn? 11,5 Minuten zu spät. Da wollen wir mal nicht so sein, ne? Sagen wir mal 11. Danke. Gerne. Ja, los, los, hopp, hopp, ans Werk. Sanitär und mehr. Du, ich hab nachgedacht. Die Bulleschweine haben keine Ahnung. Mir fasse den Brandstifter, weil mir jetzt aufrüsten. Mir kriege den. Dann herrscht hier wieder Recht und Ordnung. Naja, der wird sich doch nur wichtig machen, weil bei dem da unten nichts mehr geht. Der ist genauso chronisch untervögelt wie die Müllerin. Ist dir mal aufgefallen, wie viel Batterie die dauernd kauft? Ja, weil bei der karrieregeile Tante nur noch die Brummgurke im Einsatz ist. Hier. Ich bin so eine geile Baumarktchefin. Ich bin so geil. Ich bin der Baumarktboss. Oh ja. Metzner, in mein Büro und zwar sofort. Mein Name ist Werner Schmidt und wohne in Waiblingen bei Stuttgart. Meine Hobbys sind Modellbau und alles, was mit Elektronik zu tun hat. Von unseren Autos brennen. Wir patrouillieren in unserer Nachbarschaft jede Nacht, bis wir die Sau erwischen. Henne an Nest. Henne an Nest. Hier geht's doch nicht um irgendwas. Hier geht's um unsere Autos. Woher kennen Sie unseren Wärmer? Sibylle ist mein, wie sagt man gleich? Freundin. Ich bin Werners Freundin. Das sind ganz alleine Ihre Probleme, ganz alleine Ihre Probleme! Wo ist die Schlampe und wo hat sie das Video versteckt? Die Frau ist gefährlich! Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was hier eigentlich los ist? Hat Muschi dir auch aufs Bild geschissen, hä? Huh? Auf mit der Scheibe! Ich bin so eine geile Baumarktchefin! Wo ist die Schneekugel? Ich könnte mich schon wieder aufregen. Es gibt da nur noch ein klitzekleines Problem. Es gibt kein Problem, weil es kein Problem geben darf. Nein, nix demnächst. Bald. Sehr bald. 44 10 out.